Für das Herrn Geschwister, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass Gott da ist. Ja, wir freuen uns, dass wir uns hier versammeln dürfen. Danke, Vater, für diesen neuen Tag. Danke für diesen, ja, für diesen Ort, wo wir uns treffen dürfen. Danke, dass du hier mit uns bist. Danke, dass ja, was wir so viele Gründe zum Danken haben. Und sei heute auch mit uns. Rede mit uns durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Psalm 84 lesen wir heute zwei Verse. Psalm 84, Vers 6. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und deren Herzen deine Wege sind. Wenn sie durchs Jammertal gehen, machen sie es zu einem Quellenort. Mit Segen bedeckt es der Frührücken. Ja, wohl den Menschen, denen ja, Gott seine Stärke ist. Ja. Hier ist die Geschichte, wo das Volk Israel pilgerte jedes Jahr. Ja, jedes Jahr sollten sie einmal ja, nach Jerusalem hingehen und dort ja, zum Tempel gehen. Das sind diese ganze Feiern, was das Volk hatte. Die feierten da zusammen, diese Gemeinschaft. Und das war schon ein Grund, sich zu freuen, ja, wenn sie da hingehen, nach Jerusalem gehen würden. Dann freuten sie sich. Und genau, wir freuen uns auch, wenn wir wissen, dass wir mit andere Gemeinschaft haben, ja, wenn wir zu Gottes Haus gehen, das sollte uns Freude geben, so wie ja auch für die Israeliten, weil damals da war die Gegenwart Gottes war im Tempel in Jerusalem und da gingen sie hin, da wollten sie in der Nähe Gottes sein, Gott anbeten, Gott loben, preisen, so wie wir das auch machen. Jeden Tag können wir zu Gott gehen. Ja, das machen wir nicht, müssen wir nicht unbedingt nach Jerusalem. Ja, aber das ist auch schön, dort zu sein. Aber Gott ist auch hier, er ist mit uns und er will jeden Tag an unserer Seite. Er ist jeden Tag an unserer Seite. Aber die Israeliten damals, die was im Norden wohnten, die mussten, wenn sie zu Jerusalem gingen, wandelten, dann mussten sie durch einen Weg gehen. Dann mussten sie, sie hatten keinen anderen Weg, dann mussten irgendwann mussten sie in diesem Tal vorbeikommen. Und hier heißt das durchs Jammertal, so hieß es. Auf Portugiesisch in der Bibel heißt das Baca, hieß dieser Ort. Und das heißt auch ein Trauertal, ein Tal, wo Tränen sind, ja, ein Tal, der trocken ist. Ja, wir wissen, eine Wüste ist es meistens ja, trocken. Nicht viel Wasser, nicht so viel Natur, ganz andere. Das ist ganz anders, als wir es hier vorstellen, wenn wir wandern gehen. Ja, wir haben immer Wasserquelle in der Nähe, wir haben ja, Schatten und alles. Aber hier in diesem Weg, diesem Tal, war es nicht so einfach. Aber die Israeliten wussten, ich muss hier vorbeigehen, damit ich nach Jerusalem komme. Und so ist es auch in unserem Leben. Vielleicht gehen wir gerade jetzt, wir haben ein Ziel vor uns und wir müssen gehen. Und wir wissen aber, es wird eine Zeit kommen, wo ich ja, eine schwierige Zeit noch vorbeigehen werde. Da werde ich kämpfen müssen, da werde ich vielleicht, da wird das wohl trocken sein, da werde ich vielleicht ja, auch Tränen aus meinen Augen kommen, weil das ja, eine schwierige Zeit. Aber wir wissen, dass auch Gott immer da ist. Ein anderer Wort heißt auch, dass es in diesem Tal dort, da waren viele alte Bäume. Und diese Bäume, die hatten diesen so einen Harz. Und das tropfte so und das hatte einen schönen Geruch. Und das war so auch ein Balsam, heißt das auch. Ja, deswegen, Baca, auf Portugiesisch hieß das Baca, auf Hebräisch, ja. Baca, das Balsam auch, das ist, dieses Wort kommt auch dort. Und ein Balsam ist immer, wenn was. Eine Erleichterung, ja, wenn wir was uns verletzt haben. Damals hatten sie keine nicht mehr so gute ja, Medizin, wie wir heute haben. Und dann nahmen sie auch sowas
um die Erleichterung zu bekommen, Schmerzen. Und das ist auch Gott. Gott gibt uns, schenkt uns seine Kraft, seine Erleichterung, wenn wir in Schwierigkeiten uns befinden. Und genau, dass die Israeliten, die mussten da durchgehen, die Pilger nach Jerusalem. Und das ist auch vielleicht heute ein Bild, das wir durchgehen müssen, wenn wir auch zu Gott gehen. Wir sind schon mit Gott, ja, Gott ist bei uns, unsere Seite, aber unser Weg, unsere tägliche Herausforderung, die sind immer da. Und da brauchen wir auch Gottes Hilfe. Vielleicht gehen wir gerade eine schwierige Zeit in unserem Leben vorbei, in der Arbeit, Familie, Probleme mit Beziehungen, Gesundheitsprobleme, Finanzenprobleme, so viele andere Probleme können wir vielleicht jetzt uns gerade uns befinden, aber wir wissen, dass das ist nicht ein Trauertal, das ist ein Tal, ja, vielleicht wir jetzt gerade Schwierigkeiten haben, aber wir wissen, dass auch in dieser Zeit, in diesem Ort Gott da ist und da sagt es auch hier in diesem Vers, auch wenn es durch Jammertal gehen, machen Sie es zu einem Quellenort. Ja, Gott, auch in Jammertal, macht das auch in einen Ort, wo seine Quelle da ist, wo sein Wasser fließt. Aber damit wir bis zum Wasser erreichen, müssen wir auch unser Teil tun. Ja? Was machen wir, wenn wir in diese Situation uns, wenn wir uns in solcher Situation befinden, ohne Wasser, ja, in der Wüste, da muss man nicht aufgeben. Nicht aufgeben und anfangen zu graben, ja, Brunnen graben. Wenn wir graben, dann werden wir auch Wasser finden. Aber das wird uns viel Zeit kosten, viel Kraft kosten. Aber wir werden es dann Wasser finden. Ja, die Quelle ist da. Viele von uns, die geben dann schon schnell auf und bleiben stehen, setzen sich hin. Ja, und dann, wenn wir diese Entscheidung treffen, dann wird es auch schwierig sein für uns, irgendwas zu finden. Irgendwas, eine Quelle, Wasser zu finden. Deswegen müssen wir mit Gottes Kraft kämpfen. Mit Gottes Kraft ja, graben und er wird uns helfen und er wird uns dieses Wasser schenken, diese Quelle wird er uns geben. Er wird auch, hier steht in Vers 7 nochmal weiterlesen, dass er mit Segen bedeckt es der Frühregen. Ja? Gott schenkt uns Wasser mit Regen oder auf dem Brunnen, er gibt uns seine Kraft, er gibt uns das, was wir brauchen, damit wir in diesem Tal, vielleicht wo wir jetzt uns befinden, durchgehen können. Ja, und wenn wir durch diese Zeit vorbei sind, ja, dann haben wir schon etwas zu erzählen. Da haben wir vielleicht einen Brunnen gegraben und dann, das ist unser Zeugnis. Ja. Damals waren das auch schon viele dieser Pilger, die hatten Brunnen dort gegraben und dann kamen die Nächsten und die durften, dann konnten sie auch in diesen Brunnen auch vielleicht war das Wasser nicht mehr gleich da, aber dann könnten sie das Waschen schon, die große Arbeit war schon gemacht, dann konnten sie doch wieder graben und dann kam wieder das Wasser raus. Und so ist es auch heute für uns, wenn wir durch diese Zeit gehen, unsere Kämpfe haben, unsere Siege von Gott bekommen, das sind unsere Erfahrungen, das sollten wir weitergeben, ja? Damit andere auch lernen können. Vielleicht sind gerade andere auch in solcher Zeit, wo wir schon einmal waren, wo wir mit Gottes Hilfe rausgekommen sind, wo Gott uns den Weg gezeigt hat, wo Gott uns ja, getröstet hat, wo uns seine Kraft geschenkt hat. Und das können wir für andere weitergeben. Ja, das ist ein Brunnen, das wir gegraben haben. Und da können sie auch reinschauen und schauen, oh, hier war schon jemand und hier ist dieser Wunder geschehen. Ja, mein Leben war ich in dieser Situation und da hat Gott mich befreit, da hat Gott mich geheilt, da hat Gott mich bewahrt. Und sowas können wir auch zu unseren Nächsten weitergeben. Diese Kraft, die Gott uns einmal geschenkt hat, kann für andere heute auch eine Quelle sein, damit er auch dort was von seinem Gotteswasser rausnehmen kann, ja, und trinken kann und wieder diese Kraft bekommen. Und dann gehen wir weiter in unserem Weg. Ja, und dann gehen die Israeliten gehen dann weiter. Wenn sie durch diesen Tal vorbei waren, dann wussten sie, jetzt
bin ich die schwierige Zeit in meinem Leben vorbei. Es ist vorbei. Jetzt weiß ich, Jerusalem ist in der Nähe. Ich bin immer näher an mein Ziel, in Jerusalem, an diesem Ort, wo ich Gott anbeten werde, wo ich meine Gemeinschaft mit meinen anderen Geschwistern haben werde, ja, da, wo ich mich freuen werde, weil ja, die Gegenwart Gottes da ist. Wir wissen, dass Gott ist immer heute bei uns, unsere Seite, sein Heiliger Geist ist mit uns. Und er will uns jeden Tag, er gibt uns jeden Tag neue Kräfte, neue Wege. Er zeigt uns jeden Tag wieder, wie wir durch unsere schwierigen Zeiten vielleicht einen Weg finden können. Er ist bei uns, an unserer Seite, er steht mit uns, er kämpft für uns. Ja, wir alle haben Kämpfe, heute auch vielleicht schon. Gleich jetzt, wenn wir erst in ein Büro reinkommen oder eine Uni oder eine Schule, die erste Stunde unseres Tages schon eine Herausforderung. Aber wenn wir mit Gott gehen, wenn wir zu ihm kommen und sagen, ich brauche deine Hilfe, ja, und ich gehe diesen Weg mit dir, Gott, ja, ich kämpfe. Ich weiß, wenn ich meinen Teil mache, machst du auch deinen. Und so können wir heute auch unser Brunnen graben, unsere Quelle herausfinden und Gottes Kraft in unser Leben fließen. Das wissen wir, das sagt Gott uns, das zeigt uns jeden Tag wieder. Und das ist mein Gebet für uns, dass wir ja, sich für Gott entscheiden, ja, wie wir in Vers 6 lesen, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Gott ist unsere Stärke, ja, und er ist unser Weg. Und er wird uns führen, er wird uns leiten, er wird uns aus diesen schwierigen Zeit, vielleicht jetzt, wo wir uns befinden, rausnehmen oder weiterbringen. Wir sollen bloß nicht sitzen bleiben, wir sollen uns bloß nicht aufgeben, wir sollen ja, mit Gottes Hilfe diesen Weg weitergehen. Und unser Ziel ist vor uns, ja, unser Gott steht vor uns und er will uns und er hat ja, Wunderbares für uns vorbereitet. Seine Pläne für uns sind da, seine Träume für uns sind da und wir dürfen mit ihm gemeinsam diesem Ziel erreichen. Amen. Danke, Vater. Danke, Jesus, dass du ja, uns mit uns an unserer Seite stehst. Danke, dein Heiliger Geist, dass er mit uns ist. Und wir wissen, dass wir nicht alleine sind. Wir danken dir, dass du unsere Kraft bist. Wir danken, dass du uns den Weg zeigst. Ja, und wir brauchen deinen Weg, damit wir ja, richtige Wege gehen. Wir brauchen dein Wort, damit wir die richtigen Entscheidungen in unserem Leben treffen. Ich danke dir dafür auch, dass du immer da mit uns bist. Dass du wunderbare Träume, wunderbare Pläne für uns hast, mit uns hast. Ich danke dir dafür. Sei mit uns heute und diesen neuen Tag, diese neue Woche, diese neue Herausforderung, die wir vor uns haben. Aber dass sie uns nicht in Schwierigkeiten bringen, dass ja, wir wissen, dass wir kämpfen müssen, aber wir sind auch sicher, dass du mit uns kämpfst. Du bist da. Du gibst uns diese Kraft, diese Freude. Und wir wollen auch weiter erzählen, das, was du für uns schon getan hast, das, was du für uns diese Woche tun möchtest. Ja, diese Wunder, die wir mit dir erleben werden, das sollen wir auch weitergeben. Das sollen wir auch als Zeugnis ja, für unsere Geschwister geben, damit wir auch andere Menschen ermutigen können, damit wir erzählen können, wie groß du in unser Leben bist, wie groß es du schon für uns getan hast. Sei mit uns, lieber Vater, in diesem neuen Tag, in dieser neuen Woche. Das ist mein Gebet. In Jesu Namen. Amen.